die vollständigen Schüttaufpapiere. Eine Abenteuerserie von C.S. Merton. Folge 10. Der deutsche Kaiser. Bombe. Wir sitzen alle auf einer Bombe. Das war jedenfalls der letzte Satz des Bundeskanzlers gewesen. Und die kleine goldene Gebetsmühle musste den Pfälzer mit Bombay gründlich missverstanden haben, als er sie beiläufig der Schrankwand im Kanzleramt entnommen und in Gedanken ganz woanders einmal herumgedreht hatte. Dass sie nun wirklich eine Zeitmaschine war, die uns in die Vergangenheit katapultiert hatte, dies hatten wir inzwischen oft und schmerzlich erfahren müssen. Zunächst in der Stadt Bombay, wo man das Jahr 1890 schrieb. Und Li Feng, der würdige Chinese, zu dem wir geflüchtet waren, hatte sie auch gleich wiedererkannt. Droben im Himalaya, unweit des Kailash, des Heiligen Berges, hatte er die Mühle vor vielen Jahren einmal gesehen, in einem jener Klöster. Was blieb uns also anderes übrig, als Bombay zu verlassen? Dort war das Pflaster ohnedies recht heiß geworden, denn der Kanzler war, freilich versehentlich, einem Fakir zu nahe getreten und hatte sich damit den tödlichen Zorn der Thugs zugezogen, einer Sekte, deren Lebenszweck allein darin bestand, ihre Zeitgenossen mit einem gelb-weißen Tuch zu erwürgen. So waren wir in den Himalaya aufgebrochen, um die Lamas herzlich zu bitten, uns wieder zurückzuhelfen in das Jahr 1990, wo wir doch dringend gebraucht wurden. Unser Scout war Mr. Monsoon, Gorilla Monsoon, der amerikanische Abenteurer und Freund Li Fengs. Nach vielen Abenteuern waren wir endlich in Tibet angelangt, wo man uns leider gleich gefangen gesetzt hatte. Und im Augenblick rangen vor unserem Gefängnis die Tibetaner mit den Thugs, deren Häscher uns bis auf den Himalaya verfolgt hatten, um die Ehre, wer unser Lebenslicht würde ausblasen dürfen. Dr. Kohl war übrigens heute Morgen in einer schlichten Zeremonie zum deutschen Kaiser gewählt worden, weil wir, das waren neben dem Kanzler noch Hans-Dietrich Genscher, Gerhard Stoltenberg, Norbert Blüm und ich, der Ministerialrat Robert Schüttauf, der Protokoll führt über diese höchst bedenkliche Reise. Sachs! Keine 5 Minuten bist du Kaiser und dann sowas. Aber hier drin, da sind wir doch sicher, oder? Bestimmt. Das heißt, bis uns der Tibetaner die Birne abschlägt. Herr Feng, was sehen Sie durch die Ritzel? Li Feng sieht den Dorfplatz von Balka. Ei, und da drauf? Na, auf dem Dorfplatz? Der Chines macht mich doch verrückt. Viele Thugs und viele Krieger von Balka. Ja und? In heftigem Kampf begriffen. Oh Gott. Wo ist dann der Mr. Monsoon, unser amerikanischer Verbündeter? Genau, der Gorilla mit der Kiste Flinten, das fehlt mir. Und dann... Li Feng bezweifelt rasche Hilfe durch ehrenwerte Gorilla. Zu viele Gegner für einen Mann, ungünstig. Und Mrs. Thatcher, Mompel und Oskar nicht bissig genug, leider. Mrs. Thatcher, Mompel und Oskar, so hatte Dr. Kohl damals noch als Bundeskanzler unsere 3 Jacks getauft, die oben an dem Nomadenzelt von unserem amerikanischen Scout wohlweislich versteckt worden waren. Weder ihn noch die Tiere hatte man gefangen nehmen können. Übrigens musste sich auch Oma, der Affe, der ständige Begleiter Gerhard Stoltenbergs, dort oben befinden. Freilich, Li Feng hatte recht. Ich dachte an das, was unser Scout uns gestern Abend zugeflüstert hatte. Was war allein schon auszurichten gegen die vielen Männer, die da draußen erbittert darum kämpften, wer von ihnen uns schlussendlich den Garaus machen darf? Hört doch nur, es ist zu grausig. Der Kohl, als Kaiser soll er was tun, der Kohl. Lass mich doch zufrieden. Überhaupt, bis ich den Leuten das erklärt habe mit dem Kaiser. Wenigstens blechtige Fremdlinge werden nicht enthauptet. Ja? Weil Hulgen die Söhne der Kali gewonnen.
Li Feng Wessel jetzt verabschieden von plächtige Flämmlinge. Li Feng bezweifelt, dass grausame Satz besonders an Sohn des Himmels interessiert sind. Meine Herren und ich, wir ergeben uns. Ja, es waren die Thugs, die obsiegt hatten. Sie zerrten uns aus dem Gefängnis und stießen uns roh auf den Dorfplatz. Überall sah man die Leichen der Männer von Barca. Nur der Frauen und Kinder hatte man geschont. Unbedeutende Opfer nahmen ihre schwarze Göttin nicht an. Es lagen jedoch auch einige tote Würger, die Brust von der Kugel des tibetanischen Luntengewehrs aufgerissen, ausgestreckt auf dem Boden. Da, seht mal, der ist ja auch noch am Leben, der Tagum. Und einige seiner Offiziere. Vielleicht lässt man uns auch. Euer Diener Li Feng bezweifelt dies. Fürst von Balkan und deutschen Kaiser werden gemeinsam erwürgt. Besser so viel Kali für Opfer. Sozusagen ein Aufwasch. Wie bitte? Ein Aufwasch. Morgen neulich beim Spulen gehört von Hellblum. Auch wenn Hellblum gleich tot, Li Feng immer dankbar, Hellblum. Vergiss nie ein Aufwasch. Praktisches Wort. Wenn Li Feng später wieder daheim in Lokal Blaue Drache, Li Feng wird den Mindelen Töchtern nur noch zurufen, ein Aufwasch. Wie er vorausgesagt, nahm man den Bezopften sogleich aus unserer Mitte und stieß ihn, nachdem er einen gewaltigen Tritt erhalten hatte, fort zu den Frauen und Kindern. Uns aber zwangen die Würger auf die Knie, fesselten uns die Hände auf dem Rücken und begannen ihre lästerliche Zeremonie. Einige schwangen die Spitzhacken und hoben in dem steinigen Grund ein Dutzend Gruben aus, andere rissen Balken und Bretter aus einem Hausdach und schichteten sie zu einem gewaltigen Haufen. Das ganze Holz, die wollen uns doch nicht verbrennen und nachher vergraben. Ach, das gibt doch keinen tieferen Sinn. Nein, uns war der Feuertod nicht bestimmt. Die Thugs schleppten vielmehr die Leichen ihrer toten Brüder auf Brettern heran, legten diese in langer Reihe vor dem Stoß zurecht und entflammten sodann das Holz mit einer Fackel. Oh, der Gestank! Kaum, dass die Flammen den ersten Leichnam erfasst hatten, wurde das Brett auch schon vom Scheiterhaufen gehoben und die halb verkohlten Reste dem Fluss überantwortet. Die Thugs murmelten dazu einige fromme Worte, verbeugten sich und überließen das weitere Begräbnis dem Spiel der Wellen. Und dann wurde der nächste Tote auf den glühenden Feuerhaufen gehoben. Eine mächtige graue Rauchsäule stieg lodrecht empor zum Himmel. Sehnsüchtig folgte ich ihr mit den Augen. Ach, nichts wünschte ich mir jetzt mehr, als mit ihr dorthin aufsteigen zu können, empor zur reinen Majestät des Gebirges. Eben brachten die Strahlen der Morgensonne dort oben auf dem Dach der Welt eine prächtige Symphonie zur Aufführung, deren Grundthema die Farbe Gelb war, freilich in reichster Variation. Matt in feinem Zitronengelb schimmerte der Gletscher, in dunklem Ocker barg das Tal sein Geheimnis, der Fels leuchtete wie goldener Honigseim und jeder Gipfel war in strahlendem Neongelb illuminiert. Unten aber knieten vier deutsche Staatsmänner sowie ihr Chronist und hofften zusammen mit den stolzen Herren von Barca, welche ihnen ihrerseits gestern noch die Häupter hatten abschlagen lassen wollen, auf nichts Geringeres als auf ein Wunder. Zeitreise, das geht doch immer gut aus im Film. Genau, in letzter Sekunde kommt nein, dann jemand... Der Helden stirbt nie, allerdings. Ja, was? Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Ich denke oft an Piruschka. So? Ja, dir geht schlecht aus, der Film. Wahrhaftig. Konnte ich es meinen Gefährten übernehmen, wenn sie in diesen Minuten, die ihre letzten sein mochten, dem Ausdruck verliehen, was sie im Innersten bewegte, anstatt großartige Pläne zu unserer Flucht, zu unserer Errettung zu schmieden? Hatte nicht auch der große Sokrates, bevor er den Schierlingsbecher trank, noch des gelehrten Dialoges gepflogen mit Simias, mit Kebes? Jetzt geht's los! Ewi Devi, große Göttin, Allmutter, wenn du dieses unser Opfer anzunehmen wünschst, sende uns ein Zeichen deiner Willigung! Die würgenden Söhne der Kali schwiegen nun. Sie spähten nach oben und lauschten, ob nicht vielleicht irgendwo ein Vogel
zu vernehmen sei. Amsel, hoffentlich kommt jetzt keine Amsel. Hier oben doch nicht. Weil die gibt's doch überall wie Sand am Meer, diese Amseln. Bei mir im Garten überall Amsel, nichts wie Amsel. Es bleibt aus, das Zeichen. Gerettet! Wir sind gerettet! Oma! Charlie! Dank dir, Altmutter! Du hast das Zeichen gegeben! Erst erwürgt sie! Dann hat sie! Und dann endlich kracht sie ein! Die große Göttin Charlie hat einen Apfel gesandt! Stimmt nicht! Oma ist aus alter Anhänglichkeit gekommen! Also das überlebe ich nicht, Stoltenberg! Ob Dr. Kohl mit dieser Bemerkung recht behalten sollte? Zugegeben, dass ausgerechnet Omar der Affe, Gerhard Stoltenbergs alter Reisegefährte und Vertrauter, das befürchtete Omen abgeben und somit unser Lebensschiffchen endgültig in den Strudel der Vernichtung stoßen musste, war freilich besonders bitter für einen Mann, dem man heute Morgen noch, wenn auch aus behandlungstechnischen Gründen, die Krone des deutschen Kaisers angetragen. Die Tax hat nun ihre gelbweißen Tücher entfaltet und sich zu einem schauerlichen Reigen gruppiert. Omar, der Affe, hatte indes auf der Schulter seines Herrn Posto gefasst. Hilfe! Es ist dies nicht die Stunde. Nein, aber so nehmen Sie doch um Himmels Willen das Tuch weg, meine Herren. Menschenskind, der Gorilla! Fahrt mit dem Tuch, jetzt kommt der Ami. Omar! Das war Omas Werk, Herr Dr. Kohl. Der ist nicht allein, der Inspektor und Mr. Drummond. Aber seht doch nur, da sind Mrs. Thatcher, Oscar und Mamba. Mamba. Noch nie hatte Helmut Kohl den Namen des regierenden Bürgermeisters von Berlin so jubelnd ausrufen hören, wie an jenem Morgen in Parga. Denn in der Tat, die drei Männer, die sich eine Salve um die andere abfeuernd uns in der Minute näherten, als die gelb-weißen Tücher der Thugs bereits um unsere Hälse lagen, preschten auf niemanden anderen heran als auf unseren drei Jacks. Was zur Hölle, ihr Schufte! Gentlemen, das nenne ich ein Wiedersehen. Beim Nomadenzelt habe ich die beiden heute Morgen getroffen, waren uns heimlich gefolgt. Ein Glück, dass ihr uns misstraut habt, Inspektor. Na, Mr. Bloom, wie steht's mit den Schmetterlingen? Wunderbar, Mr. Drummond. Ich glaube, da drüben habe ich gerade einen fliegen sehen. Feng Hochelfleut, das plächtige Fremdlinge wieder frei. Herr Kohl gleicht wahrhaft alte Leiche. So? Ah ja? Ehrwürdiger Vater von Li Feng oft erzählt hat Geschichte von diesem Baum. Wir saßen zusammen um das Feuer. Die Toten waren alle bestattet. Die Thugs hatten wir in die Gräber gelegt, die sie für uns gegraben hatten. Der Tarium, der dem beherzten Eingreifen Mr. Monsoons sein Leben dankte, hatte sich als Fürst erwiesen und uns zwar nicht die Freiheit geschenkt, sondern uns auf ihren Wort einen behaglichen Arrest zugewiesen, jedenfalls so lange, bis in den nächsten Tagen aus Gurzo die heiligen Lamas den Lipu-Pass hinuntergekommen waren, um über unser weiteres Los zu entscheiden. Jetzt aber diese Geschichte von diesem Baum, ja, wie geht denn die? Alte Weisheit bei Söhnen des Himmels geht so. Einstmals Meister Chung-Chi auf Wandelschaft und findet großen Eichbaum, größer als alle anderen auf den Hügeln von Shang. 1000 Wirgespanne finden Platz in seinem Schatten. Meister Chung-Chi spricht, was für ein Baum. Hat gewiss ganz besonderes Holz. Hört. Sehr schön, sollte man sich merken, die Fabel. Altchinesisch, nicht wahr? Ja, sehr schön und sehr alt. Bloß, Geschichte nicht zu Ende. Was, noch nicht? Erzählt weiter, Mr. Feng. Chung-Chi blickt nach oben und bemerkt, alle Zweige krumm und knollig. Sehr schade, man kann keine Balken machen. Chung-Chi blickt nach unten und bemerkt,
Wurzeln gehen nach allen vier Winden auseinander. Sehr schade. Man kann keine Särge daraus machen. Zhongxi leckt am Blatt. Ei ja, scharf, beißenden Geschmack. Zhongxi riecht am Blatt. 3 Tage lang betäubt und viel Kopfschmerz. Zhongxi spricht. Leider ein Baum, aus dem sich gar nichts machen lässt. Dadurch hat er prächtige Größe erreicht. Ja, den merke ich mir. Ein erstklassiger Witz, ein chinesischer. Unglaublich. Ich leg mich schlafen. Nun sei mal nicht so empfindlich, Helmut. Schuld an Beleidigung. Alte Weisheit im Reich des Lachen. Gibt allerdings auch interessante Geschichten über Mann von äußerst kurzem Wuchs. Die dürfte für Kollegen Blüm von einigem Interesse sein. Möchte wetten, Inspektor, da oben in den Bergen bewegt sich was. Reichen Sie mir Ihr Glas, Mr. Drummond. Tatsächlich. Pferde. Reiter. Sie kommen. Schnell, Mr. Schutthoff. Rufen Sie Ihre Leute zusammen. Ja, es war soweit. Endlich. Darauf hatten wir tagelang gewartet. Das große Heer aus Gurzo traf ein. Die ersten, die wir hinter den Felsen zu Gesicht bekamen, waren die Fahnenträger. 3 Dutzend stolze Männer auf kleinen, zottigen Pferden mit langen, 3 gezackten Stäben, von deren Spitzen bunte Bänder flatterten. Da, Hosch, die Musik kommt! Riesenhafte, plump gebogene Hörner, aus deren Trichtern donnerndes Getöse quoll, leuchtende Messingbecken mit silbernem Klang und... Oh mein Gott! These drums! Ja, Trommeln. Kleine Trommeln, die mit der flachen Hand geschlagen, große Trommeln, die mit dem Schlegel bearbeitet wurden. Männer trabten nun auf uns zu. Männer mit merkwürdig geformten Instrumenten, auf deren Seiten unermüdlich Bogen hin und her schabten. Und zum Schluss... Drums and pipes! Die Flötenspieler, deren giftiges Gequieke den ganzen anderen Lärm noch überbog. Ein Pferd, auf dessen Rücken ein gewaltiger Gong geschnallt war, bildete offensichtlich die Nachhut der Musikanten. Möchte wetten, dass wir den auch noch zu hören bekommen. Im Reich des Drachens Gong besonders wichtig, hier bei Lamas bloß auf Pferd. Sagen Sie, Mr. Monsoon, sitzt Ihr Mr. Chancellor bereits auf seinem Thron? Ja, hat ihn seit 2 Tagen nicht mehr verlassen, Sir. Nur noch, wenn es unbedingt nötig wäre. Flächtige Fremdlinge sollten Aufstellung einnehmen, anstatt ihr Maul auf den Ball zu halten. Die Sachen liegen dir alle bereit, Blüm, oder? Freilich, die ganze Nacht habe ich dran rumgemacht. Der Schüttauf hat's heute noch früh tüchtig poliert. Die Zinderasser Buben, jetzt kommt die Truppe, Oma. Dies war, wenn ich mich recht besinne, die erste emotionale Regung Dr. Stoltenbergs seit Beginn unserer Zeitreise. Und sie galt dem Heer der Tibetaner, welches nun in solch scharfem Trab die Passbühnen hinabstürmte, dass die Kollegen der Musik ängstlich zur Seite wichen. Das ist nicht so viel verwegene Jagd. Jawohl, hunderte von Lanzenträgern, die lange und gefährliche Waffe quer auf dem Rücken tragen. Und dann das Elitekorps, die Krieger mit Luntenflinte. Vorne am Lauf waren sie mit einem gegabelten Gestell versehen, welches man zum besseren Ziel nach unten auf den Boden klappte. Mit solch einem Gerät hatte man mich vor wenigen Tagen am Fluss seinerzeit empfindlich bedroht und schließlich gefangen genommen. Mr. Gensch kommt. Hurry up. Da sind bereits die ersten Lamas. In der Tat. Nun näherte sich die Gruppe der Priester. Auf schön gezäumtem Pferd saß manch kräftig runde Gestalt in rotem Gewand, den Kopf geschoren, die Gebetsmühle in der Hand, den heiligen Gesang ein um das andere Mal intoniert. Del Pompo, Del Pompo! Flächtige Fremdlinge mögen hinüber zum Thron eilen! Lasch, lasch! Der Pompo. Ein Würdenträger in gelbseidenem Rock, den Kopf durch eine hohe gelbe Spitztüte bizarr verlängert. Also stürzten wir eilig davon, den gewagten Plan in Szene zu setzen. Bisschen eng, die Krone. Da vorne, da drückt sie. Aber sonst, alle Achtung. Muss ich sagen, der Blüm hat sich wirklich selber übertroffen. Und Haltung, Helmut, vor allem Haltung annehmen.
Ja, ja, Haltung, als könnte man sich nicht richtig benehmen. Der Kanzler thronte auf einem hohen Gestell, das mit lauter Tüchern verhangen war. Nun, es waren die gelb-weißen Tücher der dahingeschiedenen Sachs. Auf seinem Haupte ruhte die kaiserliche Krone, welche die geschickten Hände von Dr. Blüm aus allerlei Blech- und Eisenstücken verfertigt hatten. Eine Kunst, die er damals beim Opel erlernt hatte. Dabei war die Herkunft gewisser Gegenstände des täglichen Gebrauchs freilich für das europäische Auge nicht zu übersehen. Unser Essbesteck aus Sheffield-Stahl bildete ringsum die wehrhafte Grundeinfassung eines ehemaligen Kochkessels, und jenes Schweizer Offiziersmesser des Rüsselsheimer Werkzeugmachers mit all seinen ausgeklappten Werkzeugen, Scherchen und Schraubenziehern, das herrliche Mittelstück, was übrigens umso bemerkenswerter war, als Blüm gerade dieses Prachtexemplar damals an unserem ersten Tag in Bombay doch mit Zähnen und Klauen gegen Gerhard Stoltenberg verteidigt hatte, der es in Rupien hatte eintauschen wollen. Die Knie, Mr. Cole, Ihre Toga sitzt nicht richtig. Man sieht die Knie bei uns. Ach, die Knie? So, besser? Alright. Alright. Und halt bloß das Zipfel gerade. Genau, ich hab die Büchse da oben nämlich nur lose auf den Kopf. Ja, warum dann? Warum kann denn sowas passieren? Na ja, wie es halt so geht, ohne Nieten. Da kommen sie. Wir hatten uns malerisch zu Füßen Dr. Kohls gruppiert. Der Tarium von Barker warf sich vor den Lamas nieder und erstattete mit leiser Stimme Bericht, dass ein Kaiser von Deutschland gekommen sei, um, wie er sich ausdrückte, den Rat und die Hilfe der weisen Lamas vom heiligen Kloster zu Gozu zu suchen, in einer schwerwiegenden Sache. Bon, er müsste nur einmal richtig Bon sagen, Oma. Die Lamas blieben auf ihren Rössern sitzen und musterten erstaunt die mächtige Figur unseres Kanzlers, unseres Kaisers, der jetzt aus den Falten seines Gewandes das unselige Mühlchen hervorklaubte, es hoch in die Luft hielt und ausrief. Bon, sehen Sie, meine Herren, ich bläs und es funktioniert einfach nicht. Was nun geschah, hatte allerdings keiner von uns erwartet. Die Lamas erstarrten. Dann stießen sie spitze Schreie des Entsetzens aus und verdrehten die Augen, dass das Weiße in ihnen hervortrat. Der Mann mit dem spitzen Hut aber, den Li Feng vorhin den Pombo genannt hatte, sprang mit einem Satz zu Boden auf einen Teppich, den ein hilfreicher Geist rasch ausgebreitet hatte, zitterte an allen Gliedern und arbeitete sich nach und nach in einen Zustand der Raserei hinein, indem er Arme, Kopf und Rumpf wie eine Schlange bewegte. Dumpfmus und Schaum trat hervor, bis er schlussendlich erschöpft zusammenfiel, dass der Kopf den Boden berührte, der lange Hut abfiel und einen gänzlich kahlen Schädel freigab, der ihn, den Pombo von Gozo, als Priester von höchstem Rang zu erkennen gab. Seht, ihr Männer von Gozo, sie ist zurückgekehrt! Die heilige Mühle von Gozo, Mahakala selbst, der Rasenzornvolle, hat die Räuber in unsere Hand gegeben. Tötet sie! Spießt sie auf! Tötet sie! Was, Räuber? Aus meinem Regal ist die. Hinten aus der Bücherwand. Ehrlich. Ein Mitbringsel. Neben den Nigermaskerzen. Entschuldigen Sie sie noch einmal, Herr Bundeskanzler. Rasch! Nach Haus! Nach Fox! Nach Bonn! Nach Bonn! In diesem Moment, da Hunderte von Lanzen und Flinten auf uns zielten, griff Omar der Affe nach der deutschen Kaiserkrone. Sei es, dass er das Taschenmesser einer genaueren Untersuchung würdigen wollte, sei es aus lauter Lebensfreude einerlei. Er sprang also und riss den kleinen Kessel mit einem scharfen Ruck zunächst vom Haupt des Kaisers und Kanzlers. Dann schlug Omar mit dem Kessel mehrmals heftig auf dasselbe und Dr. Kohl entfuhr endlich in einem schönen, weichen, labialen Mitlaut das lang ersehnte Zauberwort. Bonn. Ich will zurück nach Bonn. Ich auch. Und ich auch. Ah, Gehilfe!
Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass das Leben weitergeht, meine Herren. Durst? Oh mein Gott, was habe ich bloß für einen Durst? Hatte ich ihn nicht schon einmal gehört, diesen Satz? Damals, vor vielen Wochen, als wir plötzlich in Bombays Gluthitze erwachten, drunten am Quai des Victoria-Docks? Ich öffnete vorsichtig das eine Auge und... Ach, meine Schrankwand! Ja, da ist sie ja wieder! Die Mühle! Du hast die Mühle ja immer noch in der Hand, Helmut! Ja, wie? Wieso seid ihr auch alle da? Der Gorilla! Der Li Feng! Der Inspektor! Der Mr. Drummond! Und der... Nein, Oma! Komm her zu mir, Oma! Zu Hause! Wieder zu Hause in Bonn! Wahrhaftig. Bonn. Wir lagen auf dem Fußboden. Und dies war offensichtlich das Arbeitszimmer im Kanzleramt. Und Norbert Blüm hatte recht. Wir waren nicht alleine. Gentlemen, Gentlemen. Wo zum Teufel sind wir hier gelandet? In unwürdige Lote. Li Feng nicht wenig enttäuscht von prächtigen Fremdlingen. In der Tat. Ziemlich übles Loch hier, Mr. Feng. Scheint alles leer und verlassen zu sein. Leer und verlassen. Als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Die Fensterscheiben waren zerbrochen, der teure Teppichboden herausgerissen, die Bücher ausgeräumt, der Kalender... Sieh mal, Helmut, gerade mal abgerissen bis zum 17. Juni. Draußen im Park kroch schon Unkraut auf gehacktem Kies. Und Strom und Telefon... Abgestellt. Alles abgestellt. Fort. Die sind hier alle längst fort aus Bonn. Da, die Fahne und den Ständer. Bloß die haben sie noch da gelassen. Zogen ein fünf wilde Schwäne. Schwäne leuchtend weiß und schön. Zogen ein fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend weiß und schön. Sing, sing, was geschah? Keiner war mehr gesehen, ja. Sing, sing, was geschah? Keiner war mehr gesehen. Wo immer sie sich befinden mochte, irgendwo zwischen Maas und Memel, zwischen Etsch und Belt, eines Tages würden wir sie gewiss finden, die neue Reichshauptstadt. Und so zogen wir dahin, neuen Abenteuern entgegen. Voran mit der Fahne Schwarz-Rot-Gold, der Kanzler und Kaiser, dann unser amerikanischer Scout Gorilla Monsoon, gefolgt von dem unerschütterlichen Chinesen Li Feng, dem sich anschlossen der englische Inspektor und sein Assistent, sowie die Herren Blüm, Genscher und Stoltenberg, nebst Oma, dem Affen. Und zum Schluss ich, der Ministerialrat Dr. Schüttkopf. Ein, fünf junge Burschen, stolz und kühn zum Kampf hinaus. Sing, sing, was geschah, keiner kehrt nach Haus, ja. Sing, sing, was geschah, keiner kehrt nach Haus. Himalaya oder die Schüttaufpapiere von C.S. Merten. Das war die 10. und letzte Folge. Sie hörten Helmut Kohl als Stefan Wald, Norbert Blüm als Stefan Wald, Hans-Dietrich Genscher als Stefan Wald, Gerhard Stoltenberg, der Mann aus Rendsburg-Eckernförde als Anselm Vogt, Oma der Affe als Oma der Affe, Heinz Schimmelpfennig als Ministerialrat Robert Schüttauf, Manfred Georg Herrmann als ehrwürdiger Chinese Li Feng, Gerd Andresen als amerikanischer Scout-Gorilla Monsoon, Walter Laukwitz als britischer Inspektor Mr. Savage, Jürgen Andreas als sein Assistent Mr. Drummond,
Bert Wesselmann als der große Pombo von Gurzow, Hans-Edgar Stecher als Tarjum von Barker und Horst Hildebrandt als Sektenpriester der Thugs. Ton und Technik Ute Hesse, Christiane Köhler und Udo Schuster. Assistenz Michael Osthafel. Regie Michael Cornelius. Stolz und grün zum Kampf hinaus, sing, sing.